Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klick-Klack. Und ich glaube, Sie haben eh schon erraten, von wo ich Sie begrüße. San Francisco. Diese Stadt ist wirklich so faszinierend. Und es ist nicht nur die atemberaubende Lage, die Cable Cars, die Brücken und die Theater. Es ist vor allem die Atmosphäre. Eine Atmosphäre von Toleranz und Kreativität. Oh, German. Ah, ihr kommt aus Deutschland. Übrigens, wenn man von den 7 Hügeln liest, auf denen San Francisco gebaut ist, das ist ein Gerücht. Denn es sind über 43 und wenn man hier unterwegs ist, sollte man fit sein. Hier gibt es die steilsten Straßen der Welt. Und da kenne ich mich aus, denn ich wohne ja in der Schweiz. Diese Stadt ist einfach super und freue mich sehr auf mein Konzert hier im Herbsttheater. It's easier to go up because the cable is taking up. To go down. Da zieht die Kraft. Da brauchst du Kraft. Willkommen in San Francisco, der vielleicht europäischsten Stadt hier in Amerika. Der Stadt, in der die Hippie-Bewegung ihren Anfang nahm und die bis heute einzig ist, was Toleranz und Weltoffenheit angeht. Ja, und ich freue mich auf mein Konzert hier im Herbsttheater mit dem Pianisten Alessio Bax. Das Herbsttheater mit seiner viktorianisch anmutenden Architektur ist einer der weltweit wichtigsten Orte der Geschichte. Hier wurde 1945 die Charta der Vereinten Nationen der UN unterschrieben. Und hier wurde der einzigartige Vertrag von 51 Nationen unterzeichnet, dass nie wieder ein so schrecklicher Krieg die Menschen und deren Würde so geißeln darf. Das sind beeindruckende Vorsätze der UN und die machen diesen Ort im Veteran Memorial Building hier in San Francisco doch zu einem Ort, an dem ein Konzert noch eine andere Dimension bekommt. Ich will euch gerne Alessio Bax vorstellen. Alessio kommt aus Italien, aber lebt in New York schon seit vielen Jahren. Und wir treffen uns immer wieder, wenn ich in Amerika spiele. Dann haben wir schon einige Recitals zusammengespielt. Was hat sich in deinem Leben geändert? Well, the main thing is I have a baby daughter now. Das Wichtigste ist, Mila. So that's really the big difference.
And I saw on your ich habe auf deiner Webseite gesehen, dass du Lullaby, so that's for her. Hast. Yes, I decided to do something because she's always ja, was always attracted by music. Und es war of course, ja I mean you couldn't avoid it because liebt. You know auch she ihre was listening to my wife. Und sie hat ja schon Lucille vor Trunk, ihrer also Geburt wonderful viel pianist, Musik gehört. She's been listening schon to music since before she was born, so it's very natural. Already when she was 1 year old, she could tell composers apart and call out tunes and things. That's quite. I mean, it doesn't mean Musikerin that she'll be a musician. I hope she schön will be, schon. But the music is an incredible part of her life. And so you decided to put an so entire CD just CD with lullabies? Yeah, well, the idea was to make a collection of all my previous CDs. Die Idee war, eine Auswahl von meinen früheren CDs zu treffen mit Stücken, die beruhigend wären. Ich habe sie so zusammengestellt, dass sie eine Art Dramaturgie haben, sodass man diese CD von Anfang bis Ende durchhören kann. To the end, wenn das Kind also schläft, as a können die Erwachsenen bei einem and Glas it was for children and also for their parents when children are asleep and they want to maybe sit down and have a glass of wine and enjoy the relative calm and it's just something that I felt. Als wir hier in San Francisco waren, gab es ein ganz besonderes Naturereignis. Die Amerikaner nannten es Supermoon. Und das war wirklich beeindruckend. Denn so nah wie in diesen Tagen wird der Mond erst wieder in 20 Jahren der Erde sein. Was möchte ich Ihnen zeigen? Hier mitten in der Stadt am Pier 39 gibt es ganz spezielle Gäste, die sich offensichtlich in San Francisco sehr wohl fühlen. Und das, obwohl das Pier am Fisherman's Wharf liegt und einer der Haupttouristenorte schlechthin ist. Es gibt noch etwas, für das San Francisco berühmt ist: seine Jazzclubs. Diese Musik ist hier sehr präsent. Und so freue ich mich, Ihnen einen der ganz großen Jazzpianisten unserer Zeit vorstellen zu dürfen. Es ist Arturo O'Farrell. Er spielte mit Größen wie Dizzy Gillespie, Wynton Marsalis und Harry Belafonte. Hat 4-mal einen Grammy gewonnen und einen für ein Album, das er seinem Vater, den kubanischen Komponisten Chico O'Farrell, gewidmet hat. Song for Chico. Außerdem unterrichtet er in Yale. Umso mehr freue ich mich, dass er Zeit für uns hatte hier in diesem Theater vor seinem Solokonzert. Was für eine Ehre! So this is quite different. Das ist hier schon was anderes als in einem Jazzclub. It is quite different. Ja, das ist völlig anders. It's quite different.
Was für ein wundervolles Instrument. No, it's beautiful. It's a beautiful sound. I can das tell kann ich nach zwei Tönen sagen. Two notes and you can tell. Pianos are like people. Flügel sind wie Menschen. Sie haben eine eigene Persönlichkeit. Die Menschen, die diesen Flügel gebaut haben, haben ein Leben mit vielen Geschichten. Und when they made steckt in this piano, Instrument drin. The people who built it have lives, and they have families and crises and good times and bad times. And so they put that experience inside. I grew up playing the piano. I started when I was 4 or 5 and I would improvise and just have fun. Ich habe mit 4 oder 5 Jahren angefangen zu spielen. I did. All my training classes. Da habe ich einfach nur rumprobiert. All my training classes. Aber ich hatte eine klassische Mozart, Beethoven, Chopin, Mozart, Ravel, Beethoven, Bach, Chopin, Ravel und Bach. Yeah, I didn't study any classical, I mean any jazz piano ever in my life. No, at all. Dann. Wann haben Sie mit dem Jazz begonnen? Playing jazz piano. Es ist sobald ich mit dem Klavierspielen begonnen habe. I think I'm a melancholisch bin ich nicht, eher immer deeply troubled. I think too hard, I think too much, I analyze myself too much. I get lost every single second, every single, I get lost going to the store. I get lost in every chance I get, happily lost. Listen. You don't plan. You don't plan. You just listen. I talk a lot about this with my friends. Preparation is more about your soul. Disturbed by the situation in my country right now. Ich bin wirklich anxious durch die momentane Situation in unserem Land. This nation. Ich habe Angst diese Nation. And a lot of pain. A lot of pain is inside of my soul. We've had people use eine very horrible language. Eine Sprache, die sich auf Hitler bezieht. They've referred to antisemitische Hitler, und antisemitische Sprüche. Frauen werden auf der Straße belästigt. Women have been harassed in the streets. All over the United States. All over the United States. This just yesterday, somebody sprayed Sieg Heil in a gestern park hat jemand in Brooklyn. Sieg Heil in einem you Park New York in Brooklyn is free gesprüht. From that kind ich dachte, of, so etwas könnte nie in New York passieren. An Orten places, Chicago, in San places like New York, New York Chicago, würdest du doch nie mit so etwas rechnen. This kind of behavior to take place, you see open hatred. Man open sieht hatred. Offenen Hass, ungefilterten Hass. Unmasked, just hatred. And so, if you are... If you are a thinking human being, muss durch solche Sachen verletzt werden. You're going to be hurt by these things. And so, what is their artist's response? Ein Künstler muss doch darauf antworten. Well, a lot of artists will ignore them. Viele ignorieren das einfach und spielen beautiful music. Schöne Musik. But that's not who I am. I'm not capable of doing that. I have to respond. So now my job. Aber ich kann das nicht. Is to find ich muss the way back. Ich muss einen Weg finden, der uns zu Respekt und gegenseitiger Achtung führt, uns den Frieden zurückbringt, der uns abhanden gekommen ist. To find that medium, that peace, which really has escaped us.
Mittlerweile sind wir in Santa Barbara gelandet, wo ich ebenfalls ein Konzert mit Alessio geben werde. Santa Barbara liegt nur 130 Kilometer von Los Angeles entfernt und zählt zu den schönsten Orten Amerikas. In 1786 wurde die Mission Santa Barbara gegründet und schon damals wurde sie eine Perle genannt. Das kann man gut verstehen, denn es ist einfach unbeschreiblich schön hier. Und ich bin sicher, unser Kameramann Michael wird Ihnen das gleich zeigen. Zudem liegt Santa Barbara in der Mitte der so berühmten Highway Number 1 und die gilt als eine der schönsten Strecken überhaupt. Besonders der Abschnitt zwischen San Francisco und Los Angeles ist einfach ein Traum hier an der American Riviera. In Los Angeles wollten wir eigentlich den Filmkomponisten Hans Zimmer treffen, nur das hat nicht geklappt. Umso überraschter waren wir, als uns dafür Stephen Banks zu sich nach Hollywood eingeladen hat. Stephen Banks ist sicher einer der kreativsten Köpfe hier an der Westküste. Er ist Musiker, Autor, Songwriter. Er hat Two and a Half Men geschrieben. Und die ganze Welt kennt die Abenteuer von SpongeBob. Yeah. Oh, Gary, welcher Tag ist heute? Montag? Oh, Montag! Ich lieb den Montag, weil ich ihn so mag. Ich schaffe alles, das fällt mir nicht schwer. Bin fit wie ein Turnschuh und freue mich sehr. Mein Montag, ich lieb den Montag. Vor ein paar Jahren überraschte er mit Shadowland und verzauberte mit dieser magischen Mischung von Schattentheater, Tanz und Musik gemeinsam mit der Tanztruppe Philobulus weltweite Zuschauer. Also Sie verstehen, wie neugierig wir waren, ihn kennenzulernen. Five foot two, eyes of blue. Oh, what those two eyes can do. Has anybody seen my gal? Turned up toes, turned down nose. Flapper, yes sir, one of those. Has anybody seen my gal? Now if you run into 5 foot two, covered with furs, diamond ring, diamond rings, all those things, you can bet your life it isn't her. Now get you goo, get you goo, get you, get you, get you. Woo-hoo. Has anybody seen my gal? My mother was very musical. My family Mutter was very sehr musical. Meine ganze Familie so she sang a lot, had a wonderful gesungen. Voice. She could play a little Tante, piano. I had an aunt Pianistin. Who could really play the piano, played on the radio. Where did you grow up? I grew up right here in Glendale, ich bin California. Hier in Kalifornien aufgewachsen. Far nicht weit von diesem Haus so, yeah. Hier. I grew up here, noch da. And I'm still here. What did happen that you came into that business? Was something, wie sind Sie zum Showbusiness gekommen? Gab es ein spezielles Erlebnis? What made this kick that you said, oh, I want to do I'll this? I'll tell you. A movie called The Music Man. Es war ein Music Film, Man. The Musical, Music written Man. By Meredith Wilson. Den habe ich als and kleiner I Junge saw gesehen that und when ich I war was so a young fasziniert. Lad, a young boy. And I ich habe die ganze Schallplatte that's auswendig what made me want gelernt, to get into show business. Das Kostüm I angezogen memorized und the record. I did what they call lip sync or syncing. I learned it and would put the record on and wear a little und jacket. Mein Vater I have, hat mir I still have the Koffer des I have a nachgebaut. Suitcase my father den made, ich the character, noch. Professor Harold Hill. And überhaupt now I actually have one of the biggest Music Man collections weltweit. Probably in the world. I have one of the trombones from the movie and auch die a unit of costumes from the movie. And the next thing you know, your son is playing for money in a pinchback suit.
That's it. And listening to some big out-of-town Jasper, hearing him tell about horse race gambling. I like to perform and do shows, talent shows, school plays, musicals, and I was lucky to have a very good drama teacher in high school, who I still know and saw recently, who was very inspirational and had really took it very seriously and had a very good work ethic about performing. So I always took that to heart, and he was very inspirational. So it's a completely different thing to perform or to write. So what a kind of process is that for you? Is that struggling or does it go easy or are you very disciplined? No, I am disciplined as far as doing what I need to do, writing and so forth. But sometimes it goes great and sometimes it doesn't. So you have to realize that. So do you write small ideas down, like when you walk the street and you write it down, or you... Oh yeah, sometimes the best ideas sometimes I get when I'm driving. Yeah, I've had a lot of really good ideas driving, listening to music, and then something comes. Man muss sich öffnen you für die always Ideen, sort of have to be open for the ideas whenever they come. And I will jot them down, or I'll record them on gerade my phone Nacht, and go, this, 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 this. Sein, because, or in the middle of the night, because sometimes und du vergisst they'll go away and you forget them. Hallo, Thaddeus. Schon alles erledigt? Nein, habe ich nicht. Mir ist nur eingefallen, dass ich diesen Dollar gewechselt haben will. Möchtest du 4/4 Dollar oder 10 Zehner oder 20 Fünfer oder 100 Pennies oder 1/4 Dollar, 3 Zehner, 7 Fünfer und 10 Pennies? Und falls du mir einen 5-Dollar-Schein gibst, könnte ich... Alles klar. Bis dann. Of course I have to ask you about SpongeBob. Well, actually, I was sitting exactly where you're genau sitting. Genau da, right. Wo when Sie I got the call, sitzen, I was with another friend who had done a show called Cat Dog. And I was... we were working on a new idea for something, and I got a call from Nickelodeon. Für SpongeBob and möchte. The guy who was there, who's now at Disney, said, hey, well, I want to propose you to be, you know, story editor, head writer on SpongeBob. Would you want to do that? And I said, of course, yes, because I was a huge fan of that show. Ich war ja großer Fan I mean, I think von dieser in the last Show. Simpsons, SpongeBob, I mean, the best Time, animated shows are probably shows since, you know, the past Zeit. 20 years. Simpsons, SpongeBob, and I love Adventure Time. But when I got the call for SpongeBob here, diesen Anruf für and they, SpongeBob you know, would you bekam, be interested? I immediately ja said yes. Und nach einer and Woche war ich voll in a week or so, und I went in and I was there for 6 years. My Montag, der Montag, mein Montag. Ich lieb den Montag. Hey, Rudi und Dieter, ihr seid die einzigen Blödmänner auf der ganzen Welt, die Montage mögen. We would use things from real life, like one of the writers, his daughter, they had picture day at our school where they take the class picture, individual pictures, and she did not want to get her picture taken. And this writer was just telling me about it. He goes, oh, my daughter, she didn't like it. And then I go, stop. I go, that's perfect for SpongeBob. That's an episode. SpongeBob, of course, would want to have his picture taken. So that's the whole thing. You see the character. And so they had picture day at boating school where he's trying to learn to drive. And he kept getting messed up, his hair, or nice hair, but his outfit and whatever, as he kept, and he wanted to look perfect for picture day. So that was an instance where we took something from real life and made it into an episode. Was soll ich damit? Das ist doch nur Abfall. Abfall? Also hör mal, wenn man weiß, wie es geht, ist dieses Stück Papier ein wahres Feuerwerk der Unterhaltungskunst, eine spektakuläre Scherz- und Spaßmaschine, ein Schatzkästlein... Abfall! Du willst es also nicht. Genau! Heißt das, ich kann's haben? Ja, sei so frei und nimm's dir. Hallo? Bist du sicher? Ja! Ich hab so viel Spaß mit meinem neuen Muschelauto. Hey, SpongeBob, kann dein dämliches Papier das auch? Hm? Leider nicht. Which character would you like to be in if you had to choose? If you had to finish the rest of your days in this show, that's a good question. Which character would you like to be? I think it would be SpongeBob. Yeah, no question. Because es wäre SpongeBob. I think he's the happiest character in all my series. He loves his job. That's a key, very important thing. Das, was macht. He loves his job. He's proud of what he does. I got a call from my agent,
Ich bekam diesen Anruf von meinem Buchagenten, bei dem ich schon etliche Bücher veröffentlicht hatte, und der sagte mir, dass er gerade einen Vertrag mit Pilobolos unterschrieben habe, und ob ich etwas für sie schreiben möchte. Sie wollten ein abendfüllendes Stück von mir mit einem Erzähler und ihnen schreiben. Ich habe natürlich sofort zugesagt, denn ich wusste, wer sie waren. Ich kannte diesen Werbespot von ihnen und hatte sie bei der Oscar-Verleihung gesehen. And using these shadows that they had done in a TV commercial, one very, very short at the Oscars, they had done the thing, which I had, of course, seen. Nur einen einzigen Charakter. They had no idea what they were going to do. They had this one character maybe they're going to work with. So I was right there at the beginning for that. So you discussed it and developed it so by Sie doing ein Stück it. Bei den Proben entwickelt? Exactly. And also with the dancers. So the dancers, of which there were aber auch nine, die Tänzer are also contributing. Und es gab fünf Regisseure. So etwas hatte ich zuvor noch nie like erlebt. Du gehst zu einer Probe ohne ein Skript, nur mit einer vagen Idee, und da warten die Tänzer und die fünf Regisseure. Aber es and war then so all eine these fantastische dancers, but it was such Gruppe, a wonderful group, because everyone was open to trying anything. It's work, but it can. Klar, it is also Arbeit, very fun. You have to keep that spirit Spaß. Of, aber du musst you know, you immer are bedenken, presenting an entertainment, even though you can do egal ob Kino drama, oder Theater. Drama and comedy. Das Wichtigste ist, dass die Zuschauer nie merken, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und wenn eine Szene nicht funktioniert, egal wie viel Herzblut dahin steckt, wirf sie raus. Woody Allen has a great line when he was cutting a line in a script. He said to a friend of mine that worked with wie him, he said, Woody Allen so nobody's going to know or care es, how hard we worked on this joke. Hast. So sometimes you become attached to something. Like, oh, this, oh, we took a whole day on this scene, whatever. If it doesn't work, cut it. Gitchy-goo, gitchy-goo, gitchy-gitchy-gitch. Woo-hoo, has anybody seen my gal? Damit möchte ich mich für heute aus Amerika verabschieden. Ich hoffe, unsere Reise hat Ihnen Freude gemacht. Ich habe jetzt ein paar Tage frei und freue mich, wenn wir uns in einem meiner nächsten Konzerte sehen werden. Und natürlich auf Klick-Klack im neuen Jahr. Zur ersten Ausgabe wird Sie dann Martin Grubinger begrüßen. Liebe Grüße aus Kalifornien und eine frohe und ruhige Weihnachtszeit.